Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Ihr habt es am Titel schon erkannt, gelesen. Es geht um ein neues Kapitel und für alle, die meinen Newsletter abonniert haben. Die Monatsbotschaft war ja auch ja, so ausgerichtet. Alles zeigt irgendwie auf Veränderung, auf Neubeginn. Und ich habe das Gefühl, kollektiv ist es gerade ein starkes Thema. Und vielleicht findest du dich da auch wieder. Ich habe auch das Gefühl, einiges möchte sich verändern und oft ist es schwierig, das zu erkennen, weil die Dinge, die wir loslassen dürfen, auch nicht immer schlecht sind und die Dinge einfach nur ja, fertig sind, wir diese durchgelebt haben und unsere Seele sich nach etwas Neuem sehnt. Und es ist genauso wie, wenn wir jünger sind, wird das für uns vorgegeben, da haben wir keine andere Wahl. Keiner von uns bleibt Ewigkeiten in der Grundschule und vielleicht hattest du auch eine schöne Zeit in der Grundschule, hattest eine tolle Klassenlehrerin, die Leute waren toll und trotzdem ist irgendwann diese Zeit ausgelebt, sie ist zu Ende und es geht in das neue Kapitel. Und wenn wir einmal erwachsen sind, wir uns für einen Weg entschieden haben, fällt es uns, glaube ich, oft schwer zu erkennen, wenn bestimmte Situationen ausgelebt sind, wenn bestimmte Phasen zu einem Ende gekommen sind, obwohl wir vom Verstand her keinen Grund finden, das loszulassen. Und das kann dein Job sein, das kann dein Wohnort sein, das kann eine Beziehung sein. Irgendwo ist irgendetwas abgeschlossen, weil deine Seele sich nach neuen Erfahrungen sehnt. Weil deine Seele ein neues Umfeld braucht, eine neue Aufgabe braucht, einen neuen Austausch braucht, um das nächste Potenzial zu erleben, um neue Aufgaben zu durchleben, zu wachsen. Du bist oder wir sind ja nicht hier, um einfach nur zu existieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich die letzten 2 Jahre wirklich nur existiert bin, habe. Und seitdem ich mir am Wochenende nochmal so Zeit genommen habe und überlegt habe, wann habe ich mich in meinem Leben immer am meisten, am lebendigsten gefühlt? Wann war ich am glücklichsten? Was löst in mir irgendwie so ein Feuer aus? Und was erlaube ich mir gerade nicht zu leben? Habe ich wirklich einen deutlichen Aha-Moment gehabt. Und seitdem ich mir wieder erlaube, ganz neue Möglichkeiten zu wählen, ganz neue Wege zu wählen und die Dinge komplett neu und anders zu gestalten, habe ich gemerkt, dass meine Seele plötzlich wieder anfängt, lebendig zu werden, wieder Farbe bekommt. Und wenn du das erkennst, spürst du auch viel stärker, was der nächste richtige Schritt ist. Und wenn du in dieser Energie bist, fällt es dir auch leichter, Dinge loszulassen, an die du vielleicht viel zu lange festgehalten hast. Und ja, wenn du dich ja angesprochen fühlst, wenn du das Gefühl hast, ja, irgendetwas schreit nach Veränderung, aber du hast keine Ahnung, wie diese Veränderung aussieht, du hast keine Ahnung, was du eigentlich loslassen sollst, hilft dir dieses Reading vielleicht heute. Und ja, mein Ziel ist es, dir zu zeigen, woran du vielleicht noch zu sehr klammerst, was vielleicht ausgedient hat, was auf der anderen Seite wartet, weil wenn wir diesen Platz nicht frei machen, kann das Neue auch nicht kommen. Und ja, ich hoffe, dass ich dir hier so ein paar neue Impulse mitgeben kann, damit du auch wieder dein inneres Feuer spürst, damit du wieder neue Möglichkeiten erkennst und einen neuen Weg gehen kannst. Und ja, vielleicht hast du dich hier schon für einen Stapel entschieden und spür sonst nochmal rein. Dann würde ich sagen, wie immer habe ich die Stapel unten verlinkt. Die Karten, die ich nutze, findest du auch unter dem Video und dann ja, legen wir los mit der Nummer 1. Hallo Gruppe Nummer 1, du hast dich hier für den Cholestin entschieden und die Karte Vektor Equilibrium. Perfektes Gleichgewicht der Energie, balanciere dich in deiner Mitte aus. Okay. Gehen wir erstmal zur Seite und wir schauen in die Lenormand-Karten. Was solltest du loslassen? Was wartet auf dich? Was kannst du jetzt tun? Was blockiert dich vielleicht noch ein bisschen? Da haben wir die Fische, die Lilien und den Baum. Da haben wir die Sense, die Wolken und den Brief. Hier haben wir die Vögel, den Bären, die Vögel und den Brief.
Und das schwarze Einhorn. Okay. Und dann noch weitere Karten. Haben wir den Anker, die Meerjungfrau, die Sterne und die Dame. Und hier im unteren Deck auch die Wolken. Okay, also hier nehme ich auch ganz, ganz stark wahr, dass du, ja, du wartest auf ein klares Zeichen. Du wartest quasi, dass dir jemand sagt, du darfst jetzt losgehen. Aber es ist deine eigene Aufgabe, den nächsten Schritt zu gehen und für dich loszugehen. Und ich merke, dass du hier noch so ein bisschen an finanzieller Sicherheit festhältst. Vielleicht hast du eine Art Ahnung, was deine Seele sich wünscht, was der nächste Schritt ist, aber dein Kopf denkt sich, Achtung, irgendwas in Bezug auf Geld. Und das kann alles Mögliche bedeuten. Ja, wenn ich den Baum dabei habe, nehme ich so ein bisschen die Rente wahr, dass du Angst hast, wenn du jetzt was veränderst, wenn du jetzt dir vielleicht mal, ja, wenn du dein Pensum runterschraubst, wenn du jetzt vielleicht mal eine Zeit lang eine Pause machst oder was weiß ich, irgendetwas, was sich vielleicht auf deine Rente auswirken könnte, wo du Angst hast. Ja, aber das ist auch so eine Illusion. Wir sind ja nicht hier, um einfach nur in Sicherheit zu leben. Natürlich ist es wichtig, nicht ganz naiv durch die Welt zu gehen, aber es ist auch wichtig, nicht zu sehr an materiellen Dingen festzuhalten, weil am Ende ist das auch nicht sicher. Du kannst jetzt für deine Rente so viel sparen, wie du willst, und am Ende, was weiß ich, passiert irgendetwas, wo du dann trotzdem ohne Geld dastehst. Also diese Sicherheit ist dir trotzdem nicht garantiert. Und deswegen ist es wichtiger, darauf zu achten, was erfüllt deine Seele, was brauchst du, um glücklich zu sein, wo du vielleicht ein paar Abstriche machst, was das Finanzielle angeht, wodurch du aber mehr Lebensfreude bekommst und mehr in deiner Energie bist. Und wenn ich den Anker hier habe, hängt das für die meisten wahrscheinlich auch mit dem Ort zusammen. Vielleicht merkst du, ja, und das passt hier auch, du bist irgendwie verwurzelt, du möchtest dort, du hast Angst, dich zu lösen, aber das ist hier irgendwie, wenn ich zweimal die Wolken hier habe mit der Sense, du bekommst vorher keine Klarheit. Deine Aufgabe ist es, einen mutigen Schritt zu gehen und danach stellt sich erst die Klarheit ein. Und das ist natürlich ein bisschen tricky, weil wir Menschen oft diese Sicherheit erstmal brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen haben wir hier unten auch zweimal die Vögel, die den Bären quasi umzingeln und am Ende steht auch hier auch zweimal diese Nachricht. Also für mich ist hier ganz deutlich die Botschaft, keiner, ja, und hier auch. Also irgendwie, diese Gruppe ist ganz stark auf neuer Ort ausgerichtet. Und das, was dich daran hindert, diesen neuen Ort zu finden, hängen mit Ängsten rund um das Thema Geld zusammen. Deine Aufgabe ist es aber, innerlich diese Stabilität zu finden, raus aus dieser Unsicherheit zu gehen und dem Leben etwas mehr zu vertrauen, dem deiner inneren Stimme mehr zu vertrauen und die Gedanken so ein bisschen auszuschalten. Also mehr zu fühlen, was ist richtig und nicht. To-Do-Listen helfen dir jetzt nicht, weil du wahrscheinlich ganz viele Pro-Punkte findest zu dem Ort, zu deinem Job, zu das, zu dem, was dir Sicherheit gibt. Aber wie ich eben schon gesagt habe in der Einleitung, nur weil diese Sicherheit da ist, heißt das nicht, dass es für immer das Richtige für dich ist. Gerade wenn du spürst, dass es falsch ist. Und diese Kombination zeigt mir auch ganz klar, dass du gerade nur die richtige Lösung spüren kannst. Du wirst sie nicht sehen, du wirst sie nicht schwarz auf weiß irgendwie bekommen. Du bist wirklich aufgefordert, einen komplett neuen Weg zu gehen, der sich wahrscheinlich auch von dem Weg von den Menschen in deinem Umfeld abhebt, aber genau das bringt dir auch den Erfolg. Und das eine kommt nicht ohne dem anderen. Also du
musst dem Leben jetzt vertrauen, du musst deiner Seele vertrauen. Viele Mama. Ein Problem mit dem Wort müssen. Aber ich finde, hier ist es angebracht, weil ansonsten stagnierst du. Du lebst diese Sicherheit, aber du wirst auch gleichzeitig immer merken, dass irgendetwas fehlt, dass du irgendwo nicht komplett dich entfalten kannst. Das hier kommt hier mit vielen Einschränkungen. Finanziell, materiell bist du vielleicht abgesichert, aber was die Lebensfreude angeht, was Lebenserfahrung, Seelenentfaltung angeht, bist du hier eingeschränkt. Balanciere dich in deiner Mitte aus. Und das sagen die Karten hier ja auch, wo du, wenn du in der Ruhe bist, wenn du dich von dem Lärm im Außen so ein bisschen distanzierst, kommst du in deine innere Mitte und da hast du auch den Zugang zu deiner inneren Stimme. Und wenn du die einmal klar wahrnimmst, hast du auch den inneren Antrieb, der dir hilft, hier den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn der mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist. Aber gerade die Menschen, die diesen Schritt gehen, werden in der Regel auch immer belohnt. Nähre die Kraft des Mitgefühls in dir. Mitgefühl ist nichts, was du für einen anderen tust. Indem du Mitgefühl übst, befreist du deinen Geist von den Sorgen, die in deinem Kopf kreisen. Begegne anderen freundlich und gütig, aber ebenso dir selbst. Mitgefühl und Selbstmitgefühl sind in Wahrheit eins. Ja, und genau das nehme ich hier auch wahr. Befreist du deinen Geist? Das Mitgefühl, das du für andere Menschen aufbringen kannst, solltest du jetzt dir selbst aufbringen. Vielleicht kannst du mal so ein Gedankenspiel machen. Du triffst jemanden, der gerade in deiner Situation ist und du hörst dieser Person zu. Vielleicht kannst du da mal eine andere Perspektive aufnehmen und dich dann fragen, was würdest du dieser Person raten, um einfach mal ja, eine andere Perspektive einzunehmen und die Situation ein bisschen mit Abstand zu betrachten. Und was würdest du dir empfehlen, wenn jemand, ja, wenn du deine eigene Therapeutin wärst, dein Coach, dein bester Freund, was weiß ich. Auch wenn wir das Ganze mal aussprechen, aus einer anderen Perspektive betrachten, bekommen wir auch einen Aha-Moment und erkennen, dass das, was wir uns hier die ganze Zeit vormachen oder wo wir vielleicht nicht genau auch hinsehen wollen, weil wir davor Angst haben, dass in Wirklichkeit das ist, was uns befreit. Und hierhinter liegt ja die Sonne. Das ist das komplette Gegenteil von den Wolken. Hier haben wir die absolute Klarheit. Hier sind wir in der Lebensfreude. Hier sind wir unterstützt in dem, was wir tun. Die erfolgreiche Energie ist da. Und das hier ist einfach nur Sicherheit. Und ja, der Anker ist für mich hier auch diese Klammerenergie. Du hältst dich an Dingen fest, die dir vermeintliche Sicherheit bieten. Tiefe Ruhe, Meditation und Stille. Wieder die gleiche Energie, die wir hier haben mit der Dame auch, die ja im Empfangsmodus ist, wo es nicht darum geht, jetzt aktiv loszugehen, sondern erstmal innerlich diese Stabilität zu haben, innerlich diese innere Ruhe und zu wissen, okay, ich habe diese Möglichkeiten und ich habe auch Mitgefühl, ich erkenne, dass ich auch Angst habe, diesen Schritt zu gehen, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass dieser Schritt richtig ist. Und wenn ich in meiner inneren Mitte bin, in meiner Ruhe bin, kann ich auch am besten dieses Vertrauen aufbringen, das mir hilft, diesen nächsten Schritt zu gehen. Sternenversammlung, die Sterne stehen günstig, Erinnerungen an Zuhause, Seelenfamilie. Interessant, schon wieder diese Sternenergie und das ist für mich auch das. Und wenn du gerade an deinem Ort nicht happy bist, weil du das Gefühl hast, du hast wenig Gleichgesinnte, du hast wenig Connection auf Seelenebene, bist du halt auch aufgerufen, deiner Seele zu folgen, weil deine Seele kennt den Weg, um dahin zu kommen, wo es Menschen gibt, die ja, mit dir in Resonanz gehen, die dich verstehen. Und
Ich muss sagen, dieser Stapel geht sehr mit mir in Resonanz, weil das ist auch für mich eher dieses Thema, weil ich gemerkt habe, ich liebe Zürich, ich liebe die Schweiz, aber ich merke auch, dass diese Zeit hier abgelaufen ist. Mein Verstand will das vielleicht noch nicht ganz wahrhaben, weil ich auch nicht genau weiß, wo ich sonst hin soll. Aber ich spüre, oder ich vertraue meiner Seele, dass ich jetzt die nächsten Schritte einfach gehe, die ich wahrnehme. Und ich muss jetzt nicht wissen, wo ich jetzt in einem Jahr bin, aber ich weiß, was jetzt der nächste Schritt ist und dem vertraue ich. Und ich löse mich von dem Gedanken. Ja. Oder anders, ich habe jetzt längere Zeit dafür gekämpft, dass ich hier wirklich das Gefühl habe, dass ich ankommen kann. Aber das Leben zeigt mir immer und immer wieder, dass es hier zu Ende ist. Und ja. Ich habe das auch ganz, das Ganze mal mit einer Ortsastrologie abgeglichen, falls dich das interessiert. Ich fand es sehr spannend. Ich habe mich da schon vor ein paar Jahren mit beschäftigt. Da standen aber auch Sachen, die ich nicht wahrhaben wollte, aber die auch sehr, sehr treffend sind. In meinem Chart quasi geht durch Deutschland und die Schweiz eine Linie, die überhaupt nicht förderlich für, also die sehr förderlich ist, was bestimmte Erfahrungen angeht, die ich lernen durfte, die jetzt für mich aber auch abgeschlossen sind. Aber diese Erfahrungen würden sich hier nicht verändern. Ich würde hier immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Und das habe ich jetzt die letzten Jahre wirklich gespürt. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte alles probieren. Es ändert sich nicht. Es ändert sich einfach nicht. Und das akzeptiere ich jetzt. Und für alle, die sich dafür interessieren, können da vielleicht auch mal reingucken. Weil, ja, vielleicht geht da auch nicht jeder mit unsere in Resonanz. Aber auch wenn ich in die Orte gehe, wo ich schon mal war, wo ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, erkennt man, dass dort unterschiedliche Linien, unterschiedliche Energien stärker sind. Und für mich persönlich ist das sehr, sehr treffend. Deswegen konnte ich mich da jetzt auch so ein bisschen neu ausrichten, was mir geholfen hat. Und ja, ist sehr spannend für die, die sich dafür interessieren. Ja, hier haben wir das Thema Reinigung. Und das hängt für mich hier mit diesen Gedanken zusammen. Reinige dich von dem, was du denkst, was richtig für dich ist, was du denkst, wie die Dinge zu sein haben, weil wir sind eh generell in einem kollektiven Shift, wo sich vieles ändert zukünftig und nur das, was wir gelernt haben, was richtig ist oder was falsch ist, muss für die Zukunft nicht genauso sein. Und deswegen für dich ist wichtig, in die Ruhe zu gehen und vielleicht auch nicht deine Pläne oder deine nächsten Schritte mit zu vielen Menschen zu besprechen, weil die werden dir wahrscheinlich aus dieser Angst-Sicherheits-Thematik ja, aus dem Kopf heraus dir sagen, dass das, was du vorhast, vielleicht nicht so clever ist. Aber eben clever und strategisch Sicherheit ist nicht das gleiche wie Seelenerfüllung, Lebensfreude und was weiß ich nicht alles. Und erlaube dir selbst, diesen Weg zu gehen und dich so ein bisschen aus diesem zu starken Sicherheitskonstrukt loszulösen. Okay. Passend trautes Heim, also wie ich hier schon die ganze Zeit wahrnehme mit dem Anker und dem Baum und hier hinter der Unklarheit haben wir auch das Haus. Hier geht es wirklich darum, einen neuen Ort für dich zu finden, deine Seelenfamilie zu finden, einen neuen Ort, wo du das Gefühl hast, dass du selbst sein kannst, wo du das Gefühl hast, du bist hier richtig. Und wenn du aktuell nicht das Gefühl hast, darfst du diesem Gefühl vertrauen, auch wenn aus logischen Gründen vielleicht alles dagegen sprechen würde. Bei mir wäre das jetzt auch, ich bin jetzt fast 10 Jahre in der Schweiz. Alle würden sagen, oh, du kannst jetzt den Pass beantragen, dann bist du sicher für dein Leben lang. Ja, aus Angstgedanken kann das so sein und ich habe auch diese Gedanken gehabt. Aber wenn die Schweiz mein Leben lang für mich mein Ort ist, werde ich auch später wieder die Möglichkeit haben, in die Schweiz zu kommen, wenn ich irgendwann die Schweiz verlassen sollte. Und es gibt immer Möglichkeiten, aber uns selbst so eng einzugrenzen, nur weil wir an bestimmte Dinge denken, die, ja, das resultiert ja nur aus der Angst heraus. Das ist ja absolut keine Freiheit, die ich habe, wenn ich nur nach solchen Dingen lebe, die eigentlich auch eine Illusion sind. Und was bringt mir diese Sicherheit, wenn meine Seele sich überhaupt nicht erfüllt fühlt, wenn ich hier, was meine Lebensfreude oder meinem Lebensweg, meinem Seelenweg
wenn das eingeschränkt wird, bringt mir ja auch die Sicherheit auf der anderen Seite wenig. Ja, hier haben wir das Thema Drama. Die Zeit läuft ab, sich vielleicht auch davon zu lösen. Ja, das ist vielleicht das, was ich gerade erwähnt habe, dass mit diesen 10 Jahren in der Schweiz zu sein, welche Möglichkeit man jetzt hat, zu sehr auf sowas zu achten und damit ein künstliches Drama zu erzeugen, was sinnlos ist, was einfach sinnlos ist. Und wir Menschen sind einfach so stark darauf, ja, konditioniert, immer an die Sicherheit zu denken. Wie wäre es, wenn wir mal anfangen, mehr der Lebensfreude zu folgen? Weil wir können sicher sein, wenn wir unserer Seele folgen, sind wir immer auf dem richtigen Weg. Aber wenn wir immer den Ängsten folgen, haben wir halt diese Sicherheit, aber zahlen mit unserer Lebensfreude. Und ja, ich glaube, da wissen wir alle, was wichtiger ist. Zahlen sind lebendig, sie sind nicht nur Symbole auf Papier. Interessant. Und das nehme ich jetzt ein bisschen in Bezug auf das Finanzielle hier wahr. Und das ist dieses Drama, wo man vielleicht zu sehr dran hängen bleibt, dass man sich zu sehr auf, und ich weiß, Geld ist was Wichtiges in unserem Leben. Aber wir sollten aufpassen, dass wir kein Sklave des Geldes werden. Weil dann existieren wir nur. Dann lassen wir uns von dem Leben leben und am Ende sterben wir mit unserer Rente und haben das Leben verpasst. Zahlen sind lebendig. Aber im Grunde deine Seelenplan wird dich jetzt nicht in den Ruin treiben oder es ist, glaube ich, auch gut, dass du diesen rationalen Verstand hast und das auch ernst nimmst. Aber ich glaube, dass diese Zahlen oder die Art und Weise, wie du Geld verdienst oder was dir Sicherheit gibt, dass du dich davon lösen darfst, dass das nur an diesem Ort möglich ist. Weil wenn du hier in diese Richtung gehst, wird die Fülle auch unterstützt. Aber ich glaube, das ist gerade so deine Aufgabe, weil mit diesen zwei Vogelkarten, nehme ich sehr viel Stress wahr. Und das ist das, was dich verunsichert. Und mit den Bären in der Mitte, nehme ich aber auch wahr, du hast die Stärke, also größer zu sein, als dem Stress, der sich hier vielleicht, der hochkommt. Und deswegen ist diese Meditation so wichtig. In dieser Meditation, wenn du in deiner Energie bleibst, bleibst du auch in deiner Stärke und kommst, also Drama und Stress sind da, weil dein innerer Kritiker und dein rationaler Verstand natürlich wollen, dass du in Sicherheit bist und jedes Risiko ausschließen möchten. Aber wenn du merkst, wie gesagt, dass deine Seele plötzlich aufblüht und genau das ist hier diese Farbe, die ich wahrnehme, wenn ich zum Beispiel an Dinge denke, die mich erfüllen, das ist viel, viel größer als diese Angst hier. Und wenn du einmal in dieser Energie bist, halte das aufrecht und folge dem, weil dann wirst du auf den richtigen Weg geführt. Aber das hier ist Stagnation an etwas festhalten, was ausgedient hat. Man kann natürlich in das Drama gehen, weil man noch nicht genau weiß, was auf der anderen Seite wartet. Aber desto mehr du das Drama fühlst, nimmst du dir selbst die Lebensenergie und stagnierst weiterhin. Die 66. Engel der Schönheit, aus deinem Herzen strahlt innere und äußere Schönheit. Entwickle ein feinsinniges Gespür dafür, was deinen Körper, deine Seele und deinen Geist gerade wirklich nährt. Genau, das ist das Thema.
Gib und gönne dir, verwandle dabei jegliche Eitelkeit und Selbstverliebtheit in die wahre Schönheit deines inneren Wesens. Ruhe dich aus und widme dich deinem Wohlbefinden. Verweile, schaue, was dir gut tut und gönne dir das. Erlaube dir einfach zu genießen. Du hast bisher viel Zähigkeit und Ausdauer entwickelt, um unabhängig deine Ziele erreichen zu können. Jetzt bist du an einem Punkt angekommen. Öffne deine Sinne und spüre, wo du bist im Moment. Vertraue jetzt wieder ganz neu, dass jenseits der Liebe, die du gibst, dir auch Liebe entgegengebracht wird. Lerne die Kunst, dich zu zeigen mit dem, was du möchtest. Ruhe dabei in dir selbst und schau dann einfach, was geschieht. Genau, das ist die Energie hier. In der inneren Ruhe sein, zu spüren, was braucht deine Seele jetzt, sich von diesem Lärm, von diesen künstlichen Ängsten im Außen zu distanzieren und deiner Seele zu vertrauen. Deine Seele kennt den Weg, deine Seele ist immer für dich. Und all dieses Drama, all diese Schwere, all dieses Festhalten, Anklammern, kommt aus der Angst, kommt aus der Kontrolle. Und das möchte hier gerade durchbrochen werden. Dann noch abschließend ein Impuls. Was gibt es hier noch zu sagen? Damit die Nummer 4 ist im Lemma auch wieder das Zuhause. Was sagt die Karte hier? Das 1000 Güldenkraut. Ich habe den Mut, Nein zu sagen. Ich bin es mir wert, dass mein Wohlbefinden im Zentrum meiner Aufmerksamkeit steht. Dann kann ich andere Menschen mit meiner Authentizität inspirieren, auch die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Ja. Und das ist es hier. Sei du ein Vorbild, sei du ein Vorreiter für die Dinge, die andere Menschen sich vielleicht nicht trauen, weil sie noch zu sehr an den Ängsten festhalten. Diese künstliche Sicherheit, die uns vorgegaukelt wird, die am Ende aber auch nicht existiert. Du bist hier, um zu leben, dein Leben zu leben, dass deine Seele sich entfaltet und du spürst es ganz, ganz genau. Geh in die Meditation, bleib für dich, spür rein, was du jetzt brauchst, was für dich richtig ist, was dich wieder zum Leben erweckt, was deinem Leben wieder Farbe gibt, und erlaube dir, diesem Weg zu folgen und die Dinge loszulassen, die einfach ausgedehnt haben, die dich klein halten, die ja auch eher diese Drama-Energie erzeugen. Hier ist keine Lebensfreude, hier sitzt man und wartet, bis das Leben abgelaufen ist, in der Sicherheit. Aber ich gehe doch lieber ein Risiko ein, bin dann aber glücklich, bin erfüllt, als in diesem goldenen Käfig zu sitzen, der mir Sicherheit gibt, aber einfach mich nicht glücklich macht. Okay, heute ein bisschen kürzer. Ich denke, noch doch gar nicht so kurz, dass hier einiges rauskam. Ich hoffe, dass du damit was anfangen konntest, dass dir das vielleicht auch so ein bisschen den Mut gegeben hat, bestimmte Dinge loszulassen, wo du innerlich schon weißt, dass sie zu Ende sind und du dir jetzt auch erlaubst, etwas Neues zu wagen, weil hier wartet was Neues, hier wartet neue Seelen, Begegnungen, ein neues Zuhause. Auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst, ist es wichtig, den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen, deiner inneren Freude zu folgen, und dann darfst du deiner Seele auch vertrauen. Sie wird dir weiterhin die nächsten Informationen geben, die du brauchst. Du bist nicht verloren, aber mach dich mutig auf den Weg, und ja, ich bin gespannt. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, wenn das mit dir in Resonanz gegangen ist. Über einen Daumen nach oben freue ich mich auch. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Stapel Nummer 2. Du hast dich hier für den Apophyllit entschieden, und die Karte Kanaloa steht für Frieden, große Stille, Zentrum des Universums. Ich bin verbunden mit allem Sein, das Gute fließt reichlich. Und dann gucken wir, was darfst du loslassen, was hat für dich ausgedient, was wartet auf der anderen Seite und ja, was blockiert dich vielleicht gerade noch? Hier haben wir den Baum, die Vögel und die Fische, ähnlich wie im ersten Stapel. Mal gucken, was hier wartet.
Also wir haben den Baum, die Vögel und die Fische, die Lilien, die Ruten und die Störche. Okay, ich habe hier ein sehr spezielles Thema. Da, ja, bin ich gespannt, aber ich gucke erst noch mal weiter. Hier haben wir den Brief, auch hier haben wir die Meerjungfrau, das Haus und der Leuchtturm. Und am unteren Deck die Mäuse. Okay, also ich habe ein sehr spezielles Thema, was ich sehr stark ein bisschen wahrnehme. Also ähnlich im ersten Stapel ist auch hier das Finanzielle und okay, hier ist es vielleicht nicht der Ort, sondern eher die Familie. Und das ist nämlich auch das Thema, worauf ich hier so ein bisschen hinaus will. Das wird jetzt nicht auf jeden zutreffen. Das trifft vielleicht auf die Menschen zu, die denken, dass die Erfüllung in einer Familiengründung liegt. Und da darf man, glaube ich, nochmal genauer hingucken. Ja, das Finanzielle, ja, du siehst gerade auch hier nicht so richtig. Ich möchte hier eine Zusatzbotschaft an dich, wenn ich jetzt nicht zu sehr auf dieses Thema einschießen. Okay, also hier ist es, glaube ich, wichtig, sich zu erlauben, ein anderen Weg einzuschlagen als die Familie oder als die Familie das vielleicht von dir erwartet. Und es gibt ja auch viele Eltern, die vielleicht ihren Kindern den Druck machen, Kinder zu bekommen, weil sie Großeltern werden wollen. Und diese, ja, also sehr spezielles Thema, wenn du nicht damit in Resonanz gehst, ist jetzt auch nicht so das Thema, das mich jetzt ansprechen würde, aber das ist hier sehr extrem und ich kriege das halt auch so von vielen mit, weil das ist natürlich auch was wollte ich jetzt sagen? Nicht Religionen, aber in bestimmten Bereichen ist das ja vielleicht schon auch Religion, vielleicht auch so etwas, was man, wo man so einen Druck mitschleppt. Man muss die Familie gründen, weil das meine Lebensaufgabe ist. Ich muss eine Familie gründen, weil meine Eltern das von mir erwarten, weil meine Mutter unbedingt Großmutter werden möchte. Aber das sind alles so Themen, finde ich schwierig und sich da erlauben, auszusteigen und dich daran zu erinnern, dass du dein Leben lebst. Und wenn du dich gegen Kinder entscheidest, ist das dein gutes Recht. Und ich merke, dass dieses Thema nicht für jeden relevant ist und dass das vielleicht auch einige triggern könnte. Aber ich spreche aus, was hier liegt. Viele verstehen das, glaube ich, auch nicht immer. Ich sage das nicht von meiner Perspektive aus, sondern von den Karten, die hier liegen. Sonst würde ich diese Botschaften ohne Karten übermitteln. Ja, weil wenn ich diesen Leuchtturm hier auch habe, nehme ich wahr, dass du eine andere Bestimmung hast. Du hast einen anderen Lebensweg. Und es ist vielleicht für dich gerade noch schwierig zu erkennen, weil du vielleicht auch so das Gefühl hast, in einer Ehe, in einer Partnerschaft bist du finanziell abgesichert. Du brauchst jemanden, der vielleicht für dich sorgt, damit du Kinder bekommen kannst und zu Hause dieses Leben führst. Aber ich sehe das hier unten, das ist nicht dein Ding. Und auch hier mit den, also ich habe hier dreimal das Thema, deswegen ist es so deutlich für mich. Mit den Störchen und wenn ich hier, wenn der Fuchs auf die Mutterschein guckt, das Glück liegt nicht im Muttersein. Ich spreche es jetzt aus. Nicht jeder will das hören. Und dass das Leben auch andere Möglichkeiten. Ja, und wenn ich jetzt zweimal das Schiff habe, mach dir wirklich klar, was du möchtest. Was ist dein Traum? Wenn du niemand anderen fragst, wenn auch Geld keine Rolle spielen würde, was wäre dein Traum, den du leben würdest? Was würde dich erfüllen?
Ja, und auch hier, das Frausein ist nicht immer daran gekoppelt, Kinder zu kriegen. Und ich glaube, für viele ist das schwierig, das zu verstehen oder das zu akzeptieren. Und das trifft nicht auf jeden zu. Für viele liegt die Erfüllung in der Mutterschaft, in Kinderkriegen, Familie gründen. Aber das ist definitiv nicht für jeden der Fall. Und ich finde es immer interessant, wenn man sich auf Social Media unter solchen Beiträgen die Kommentare ansieht, was es da für einen Krieg gibt, was ich nicht verstehe. Warum darf denn nicht jeder den Lebensweg gehen, der für ihn richtig ist? Warum gibt es denn Menschen, die anderen Menschen sagen möchten, was die absolute Erfüllung im Leben ist? Das kann ja für die Person so sein, aber das muss doch nicht für alle Menschen so sein. Und ich kenne das auch, ich bin halt jemand, ich reise super gerne und ich habe auch einen Schütze-Aszendent, also das Reisen liegt in mir. Und ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die da vielleicht keine Freude drin haben und die auch an einem Ort sind, wo die für ihre Seelenentwicklung alles haben, wo die gar nicht diesen Drang haben. Und ich durfte mir auch oft hören, dass ich von meinem Problem wegrenne oder dass das Reisen meine Probleme nicht lösen würde. Aber das ergibt ja so oder so schon mal keinen Sinn, weil wenn ich auf Reisen bin, bin ich auch dabei und meine Probleme sind auch dabei. Also eine Reise wird für niemanden irgendwelche Probleme lösen. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch etwas, wo man sich von lösen kann. Menschen projizieren etwas auf dich. Wenn du ein Leben lebst, das nicht in das Bild von dieser Person passt und du diese Person vielleicht auch damit triggerst, ja, projiziert die Person vielleicht etwas auf dich, damit sie sich besser fühlt. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sich nicht trauen, alleine zu reisen. Und dann spüren die eine Unsicherheit, dann müssen die mir was sagen, um mich kleiner zu machen, um mir das Gefühl zu geben, dass ich was falsch mache, damit die sich da besser fühlen. Ich habe mich von all sowas gelöst. Ich lebe das Leben, wie es für mich richtig ist. Und wenn ich mein Leben lang reise, dann mache ich das, weil mich das erfüllt und weil das für mich richtig ist. Und andere können 5 Kinder bekommen, ihr Leben lang in irgendeinem Dorf wohnen. Das kann auch die absolute Erfüllung für diese Person sein. Und ich glaube, jeder Mensch darf sein Leben einfach so leben, wie es für ihn richtig ist. Und es steht niemandem zu, über das Leben einer anderen Person zu urteilen oder jemandem zu sagen, was er richtig oder falsch macht, weil das kann nur jeder selbst für sich entscheiden. Und hier nehme ich auch so ein bisschen so etwas wahr. Und hier ist irgendwie so ein großer familiärer Druck. Und wir haben ja einmal Mutter, wir haben auch Vater. Also hier ist wirklich sehr dieses familiäre Thema der Hauptfokus. Und das heißt nicht, dass du, das wird ja jetzt auch bei jedem unterschiedlich sein. Vielleicht ist es auch so ein Altersdruck, den ich auch schwierig finde. Vielleicht möchtest du jetzt erstmal was anderes machen. Vielleicht bist du dann zu einem späteren Zeitpunkt, je nachdem wie alt du bist. Kannst du dann noch mal Mutter werden, eine Familie gründen? Aber vielleicht ruft deine Seele ja gerade nach was anderem. Und ich glaube, da darfst du dir selbst erlauben, den Absprung zu finden. Weil das habe ich hier mit den Orcas. Du bist nicht hier, um den Erwartungen deiner Familie zu entsprechen. Du bist hier, um deine eigenen Wünsche zu erfüllen. Und irgendwo gibt es ein Thema mit Komfortzone. Und vielleicht hast du das Gefühl, ja, jetzt eine Familie zu gründen, zu heiraten, dies und das zu machen, gibt dir irgendwo die Sicherheit. Aber ich habe das Gefühl, deine Seele will ein bisschen mehr, will noch erstmal was anderes erreichen oder irgendetwas anderes leben. Ja, nähre die Kraft des Loslassens in dir, wann immer Ängste, Sorgen, Ärger, Zweifel oder Mutlosigkeit erscheinen. Über dich im Loslassen, wenn du loslässt, fällst du ganz schwerelos in deine Mitte zurück, dort, wo der Frieden wohnt. Lass los, was dich unglücklich macht und vertraue dem Leben. Ja, und ich glaube, du weißt ganz genau, was dich unglücklich macht. Das wird bei jedem anders sein. Vertraue dem Leben und löse dich davon, dem Lebenskonzept anderer Menschen zu entsprechen. Erlaube dir, dein Leben so zu leben, wie es für dich stimmig ist, wie es dich erfüllt. Und vielleicht weißt du das jetzt gerade auch noch gar nicht, weil wir haben hier den Brief, wir haben hier die Meerjungfrauen. Vielleicht hast du innerlich noch gar nicht so einen klaren Blick, weil du vielleicht auch noch nicht so viel ausprobiert hast, weil du vielleicht dich an deine Familie orientierst und denkst, ich lebe das Leben so und so. Aber hier ruft etwas nach einer neuen
Erfahrung, nach einer Horizonterweiterung, irgendetwas, wo du durch deine Komfortzone gehen kannst. Weil wenn wir jetzt zweimal auch das Schiff haben, was ja die Wünsche, Träume, Sehnsüchte sind, hier, deine Seele möchte dir was anderes zeigen. Herz der Quelle, allumfassende Liebe, bedingungslose Akzeptanz und Gelassenheit. Ja. Und vielleicht hat das Leben dir auch gezeigt, dass dieser Weg nicht für dich ist. Und du denkst, du wirst bestraft oder keine Ahnung. Aber vertraue darauf, dass dein Leben sich wahrscheinlich so ein bisschen von dem unterscheidet, als was deine Familie dir vorgelebt hat oder was deine Familie vielleicht auch von dir erwartet. Festgelagerte Entscheidungen und deren Konsequenzen. Interessant, weil wir haben hier auch die Wege, steht auch für Entscheidungen. Wir haben hier den Konflikt. Und ich habe das Gefühl, es ist ein familiärer Konflikt. Und du hast, und deswegen haben wir hier auch die Meerjungfrau, in der Vergangenheit vielleicht öfters bist du eingeknickt, bist nicht ganz für dich eingestanden, um den Frieden zu wahren. Aber mach dir bewusst, der Frieden innerhalb deiner Familie, der Frieden halt, der Frieden innerhalb deines Umfelds. Du zahlst mit deiner Unzufriedenheit eigentlich. Und ich glaube, das ist dir vielleicht noch nicht ganz so bewusst. Ja, hier haben wir die Möglichkeiten und ich habe das Gefühl, du hast dich in der Vergangenheit zu sehr eingeschränkt und dir gar nicht erlaubt zu sehen, was hat das Leben noch zu bieten. Was gibt es noch, außer das Leben nach Schema F zu leben? Tiefes Wissen. Ja, das ist eine ähnliche Energie wie der Leuchtturm hier. Erkenne, dass das absolute Glück nicht, oder das absolute Glück, das es für andere gibt, nicht das ist, was dein absolutes Glück ist. Und vertraue dem tiefen Wissen, du hast, und deswegen bist du ja verunsichert, deswegen bist du hier so unklar, weil du dir noch nicht ganz erlaubt hast, dein eigenes Leben zu leben. Und das hängt auch sehr stark mit Glaubenssätzen zusammen. Und ich glaube, deine Familie oder dein Umfeld projiziert halt super viele Glaubenssätze auf dich. Und deswegen haben wir hier die Orcas. Du darfst dich davon befreien. Du darfst den Absprung wählen. Du darfst anders leben. Inspiration für dich. Glaube an dich selbst. Setz dir ein Ziel und geh den ersten Schritt, am besten heute noch. Es lohnt sich. Ja, genau, das ist der Leuchtturm hier. Man muss an seine Berufung glauben und alles daran setzen, sein Ziel zu erreichen. Ja, und das ist für mich eine ganz klare Bestätigung. Lass das los, was du eigentlich dachtest, was dir hier auch finanzielle Sicherheit gibt oder dir irgendwie die Illusion von Sicherheit gibt. Und erlaube dir, Dinge auszuprobieren, die dir vielleicht im ersten Moment nicht so viel Sicherheit geben, aber es gibt so viele Möglichkeiten draußen, die du jetzt noch nicht siehst. Aber mit dem ersten Schritt ins Unbekannte, mit diesem ersten Sprung, wirst du sehen, danach fügt sich alles, danach wirst du im Flow leben, aber das tust du ja gerade nicht. Das ging schnell, da haben wir die Nummer 1. Sehr passend, Engel der Lebensgestaltung. Deine schöpferischen Energien geben dir die Möglichkeiten, dein Leben gut zu gestalten und zu nutzen. Ja. Denke und handle schöpferisch, ohne dabei andere zu manipulieren. Verwirkliche, was du dir und allen Beteiligten in deiner Lebenssituation, was dir Frieden bringt. Setze dem Leben keine Widerstände entgegen. Sei ehrlich dir selbst und anderen gegenüber und übernimm Verantwortung für dich und alles, was du bist und tust.
Lasse dich nicht aus der Ruhe bringen oder unter Druck setzen. Kläre besonders in Konfliktsituationen deine Gefühle und Instinkte und kühle deine Emotionen ab. Denke auch nicht, so bist du richtig oder so falsch. Erkenne deine Bedürfnisse, sprich dann friedlich aus, was du denkst und fühlst. Gib die Verantwortung der Beziehungsführung nicht an deinen Partner ab. Liebe braucht Vertrauen und die Qualität, sich einander ehrlich anzuvertrauen. Okay, vielleicht bist du auch in einer Beziehung, wo ihr vielleicht noch gar nicht richtig über bestimmte Themen gesprochen habt. Und ich merke hier, dass man möchte einen Konflikt vermeiden, um die Harmonie zu wahren. Und da könnte man auch Gefahr laufen, dass man sich zu etwas breitschlagen lässt, des Friedenwillens, aber man verkauft seine eigenen Wünsche dafür. Das, was einem wirklich nährt, weil man Angst hat, die Beziehung aufs Spiel zu setzen, weil man Angst hat, dass die Familie hier vielleicht sich gegen einen verschwört oder da nicht mitgeht. Also irgendwo hat man Angst, dass wenn man wirklich authentisch sein Leben lebt, dass man da wieder Stand bekommt. Dass plötzlich Konflikte auftreten, dass plötzlich Stress angesagt ist. Aber es ist wichtig, dass man dass man für sich einsteht, weil am Ende bist du hier, um dein Leben zu leben. Du bist nicht hier, um das Leben für deine Eltern zu leben. Du bist nicht hier, um das Leben in einer Beziehung dich komplett zurückzustellen, damit dein Partner, deine Partnerin ihr Leben so lebt, wie er sie es möchte. Du hast auch Bedürfnisse, du hast auch Wünsche. Und es ist wichtig, dass du für diese Wünsche und diese Bedürfnisse klar einstehst, auch mal einen Konflikt in Kauf nimmst und dich aber nicht immer kleiner machst. Du hast es verdient, dein Leben so zu leben, wie es für dich stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass diese Gruppe das oft nicht macht, aus Angst, etwas zu verlieren. Aber im Gegenzug bleibst du in Situationen, die dich nicht erfüllen. Und da darfst du dich selbst fragen, bleibst du in der unerfüllten Situation? Nimmst du dich weiterhin viel zu sehr zurück oder traust du dich mal für dich einzustehen, dadurch einen Konflikt zu verursachen, aber dadurch auch für dich einzustehen und plötzlich Möglichkeiten dir zu erlauben, neue Möglichkeiten zu erleben, die du sonst hier in dieser Situation nicht erleben würdest. Und hier auch noch eine letzte Botschaft. Da haben wir die 235. Okay, Austernschalenkalk. Ich bin es wert, nun kann das Leben mich wieder beschenken. Ja, und das ist das Thema Selbstwert. Ich nehme hier viel zu viel Angepasstheit wahr. Du hast wahrscheinlich, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, viel zu lange den Wünschen anderer Raum eingeräumt und dich dabei zur Seite gestellt, damit du bloß keinen Konflikt kreierst. Und das muss sich hier verändern. Erinnere dich an deine Träume, erinnere dich daran, was du leben möchtest und erlaube dir auch einen komplett neuen Weg einzuschlagen und dich von den Glaubenssätzen und Vorgaben aus deinem nahen Umfeld zu lösen, weil die bringen dir nicht die Erfüllung, die du gerne hättest. Und ich glaube, hier kommt man um einen Konflikt nicht herum, weil es müssen Dinge angesprochen werden, damit am Ende die Harmonie, die du vielleicht für alle anderen kreieren möchtest, dass diese Harmonie jetzt mal in dir entsteht, weil du die Dinge aussprichst, die dich quälen, weil du ansprichst, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und das ist wahrscheinlich auch deine Komfortzone, diese Gespräche zu führen und für dich einzustehen und zu sagen, das passt mir nicht, ich möchte mein Leben lieber so kreieren. Und das ist hier für mich auch so eine Konfliktenergie. Also sprich an, was du möchtest, sei dir im Klaren darüber, was du vom Leben willst, was nicht stimmig ist,
was du vielleicht nur aus einem Kompromiss herauslebst. Weil wir haben hier näher die Kraft des Loslassens. Hier muss was losgelassen werden. Und gut möglich, dass du hier jemanden vor den Kopf stößt, weil diese Person das vielleicht nicht von dir erwartet, weil diese Person ein anderes Ziel hat. Aber es ist wichtig, das jetzt anzusprechen. Okay, ich denke, hier ist alles gesagt. Ich hoffe, du hast hier ein paar Impulse für dich bekommen, ein bisschen Bestätigung für deinen nächsten Schritt, weil nur so kann sich dein neues Kapitel halt auch ja, zeigen und die ganzen Möglichkeiten, die da draußen auf dich warten. Okay, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Stapel Nummer 3. Du hast dich hier für den Amethysten entschieden und die Karte sagt: Seelenstern Aktivierung, Seelenverträge erfüllen, sich daran erinnern, wer man ist. Okay. Und hier nehmen wir auch zuerst mal die Lenormand-Karten. Was darfst du loslassen, um dein neues Kapitel begrüßen zu dürfen? Was steht dir da noch im Weg? Was wartet auf dich? Auch hier haben wir das Haus. Auch hier haben wir die Mäuse und die rosarote Brille, der Hund, die Ketten und die Blumen, das Schiff, die Vögel, die Wege, das Kind und das Kind. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass in allen Stapeln so ein bisschen die Grundenergie gleich ist. Okay. Die Orcas, die Wege, das Kreuz und die Fische und hier haben wir auch den Fuchs. Ja, auch hier ist das Materielle, ist natürlich auch typisch. Geld ist das, womit man uns am besten steuern kann. Geld ist das beste Mittel, um Druck und Angst auszulösen. Und uns in dieser, natürlich brauchen wir Geld, um unseren Lebensunterhalt zu stemmen. Aber es ist auch wichtig, sich nicht zu sehr von den materiellen Dingen abhängig machen zu lassen und dadurch seine Lebensfreude zu untergraben. Ja, und auch hier kommt so ein bisschen dieses Familienthema durch. Oder vielleicht hast du bereits Kinder und richtest deine nächsten Entscheidungen zu sehr an deine Kinder aus. Also hier haben wir zwei unterschiedliche Themen. Einmal hängt das sehr stark mit Kindern und der Familie zusammen, aber gleichzeitig ist das hier auch ein kompletter Neubeginn, weil wir haben auch zweimal die Wege und ich habe das Gefühl, du wartest schon länger darauf, den nächsten Schritt zu gehen. Und das bestätigt mir aber auch, egal wie du dich entscheidest, auf beiden Seiten, weil das Schicksal haben wir ja auch liegen, du kommst um einen Neubeginn gar nicht erst drumherum. Also egal, wie du dich entscheidest, der Neubeginn ist sowieso schon da. Ja, erinnere dich daran, wer du bist, Seelenverträge. Und da geht es vielleicht auch darum, wirklich nochmal was hinter sich zu lassen. Wir haben die Ketten. Das können Freunde sein, die nicht mehr deinen Weg gehen und die deinen Selbstwert auch so ein bisschen untergraben, wo du dich vielleicht ein bisschen zu sehr anpasst und nicht authentisch bist. Deswegen auch hier die rosarote Brille. Tai Chi, flexibel bleiben. Ja, passt zu den zwei Wegen hier auch und zweimal der Neubeginn. Bleib flexibel. Also ich glaube, das Leben zeigt dir auch unterschiedliche Möglichkeiten. Deswegen fällt es dir vielleicht auch schwer, dich zu entscheiden. Aber die Karten sagen, es ist eigentlich egal, wie du dich entscheidest, weil beide Wege führen zu neuen Begegnungen, neuen Möglichkeiten. Deswegen kannst du nicht viel
falsch machen. Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist keine Entscheidung zu treffen und zu stagnieren. Deswegen haben wir auch die Orcas, da geht es auch ums plötzliche Neue, den Sprung ins Ungewisse, sich gegen etwas Gewohntem zu stellen. Dann haben wir noch das Ankh, Schlüssel zum ewigen Leben. Kind des Universums, der Schlüssel zu deinem Heim im Kosmos liegt in dir. Interessant, schon wieder dieses Heim ankommen. Das ist ja irgendwie eine Kombination aus Stapel 1 und 2. Weil hier haben wir einmal auch das raus in die Welt, neue Dinge dir angucken und dich vielleicht auch davon zu lösen, was Familiengründung angeht oder so, zu sehr angeknüpft an diese ganzen familiären Themen. Und eben auch, ja, es kann einmal das Finanzielle sein, das nehme ich hier auch am meisten wahr, aber eben auch toxische Beziehungen, die im Ungleichgewicht sind. Falschheit kommt hier noch stark durch. Deswegen haben wir auch die rosarote Brille. Woran hältst du fest? Und vielleicht ist es auch an der Zeit, dich von Personen aus deiner Familie zu distanzieren, damit du deinen Seelenweg gehen kannst. Ja, und hier auch Seelenverträge haben sich erfüllt. Hier geht es ganz, ganz stark um das Loslassen von bestimmten Personen, die dich zurückhalten, dein wahres Leben zu leben. Der Beobachter nimmt ein bisschen Abstand und da erkennst du auch deine Möglichkeiten. Und wenn du flexibel bleibst, ja, darfst du wirklich sicher sein, dass egal welche Entscheidung du triffst, das Leben geht weiter. Ja, die Freiheit auch hier. Es ist an der Zeit, dich selbst zu befreien von Glaubenssätzen, von Personen, die dich zurückhalten. Wer oder was unterdrückt dich? Wer oder was engt dich ein? Es ist Zeit, dich davon loszulösen. Ja, halte innerst die gleiche Energie wie das hier, Beobachter. Vielleicht bist du auch gerade emotional ein bisschen getriggert, vielleicht gab es irgendein Thema. Steig da nicht ein. Warte, bis diese Wellen sich beruhigt haben, bis das Wasser quasi glatt ist und du dich darin spiegeln kannst, weil dann siehst du ganz, ganz klar. In diesen aufgewühlten Emotionen sind wir getriggert und in getriggerten Momenten reagieren wir nicht vernünftig. Und es kann auch sein, weil gerade sehr viel Unruhe im Feld, Menschen werden in die Enge getrieben, weil es einfach für so viele Menschen gerade an der Zeit ist, neue Entscheidungen zu treffen. Und das kann in ganz vielen Menschen sehr, sehr viel Angst auslösen. Und deswegen auch hier mach dir bewusst, dass wenn du die auserwählte Person bist, die jetzt jemanden begegnet, der in dieser Energie ist, und vielleicht bekommst du den ganzen Frust von dieser Person an den Kopf geworfen. Wähle den Frieden. Erkenne, dass das, was diese Person tut, wie diese Person mit dir gerade umgeht, eigentlich nur ein Spiegel dessen ist, wie es in dieser Person aussieht. Und das hat absolut nichts mit dir zu tun. Also entscheide dich weise, welche Kämpfe du wählst. Bleib in deiner Ruhe. Und das haben wir hier mit den Vögeln auch. Und lass dich nicht dazu verleiten, in den Krieg zu ziehen. Lass dich nicht dazu verleiten, Streitthemen. Da gibt es keinen Gewinner. Das Beste, was du machen kannst, ist, akzeptiere das, schicke dieser Person Licht und Liebe, bleib in deiner Energie, beobachte das Ganze nur. Wir sind gerade in einer Zeit, da ist sehr viel Unruhe, sehr viel Unsicherheit. Und es gibt Menschen, die können nicht damit umgehen und die feuern ihre Giftpfeile um sich. Ja, und das vielleicht auch dieses Kind. In diesen Situationen kann es dazu führen, dass Menschen in diese Ohnmacht rutschen, in diese innere Kindenergie, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihrer Situation umgehen. Und vielleicht trifft das auch auf dich zu. Mach dir auch klar, ich habe eher das Gefühl, dass du in deiner Ruhe bist und um dich herum irgendwie es laut wird. Wähle weise, welche Kämpfe du austragen willst und welche nicht.
lass die Menschen, auch wenn es vielleicht unfair ist, wenn es, ja, ich habe das Gefühl, du bist, geh nicht auf dieses Level runter und reagiere nicht sofort. Weil die Personen wissen es gerade nicht besser. Die haben gerade nicht die Ressourcen, selbst für sich in die Ruhe zu gehen und die müssen sich äußern, die müssen ihren Unmut an jemand anderem auslassen und guck da genau hin und gib das zurück, bleib in deiner Ruhe. Das ist das Beste, was du tun kannst. Wenn das jeder in jedem Konflikt irgendwie so ein bisschen machen würde, nicht jeder alles persönlich nehmen würde, können wir uns sehr, sehr viel negative Energie auch ersparen. Ja, innere Wahrheit, das ist für mich auch dieser innere Frieden und diese Maske, die absolute Authentizität. Hier haben wir auch die Maske. Erkenne auch, wer in deinem Umfeld vielleicht nicht ganz ehrlich ist, vielleicht noch Masken trägt, wo du auch das Gefühl hast, da ist irgendwas nicht richtig. Und interessanterweise hatte ich eben diesen Impuls beim Frühstücken. Da habe ich nämlich auch über jemanden nachgedacht. Ich war mal vor mehreren Jahren auf so einem Seminar und das ist eben diese innere Wahrheit, wo ich neben dieser Person stand. Und da ist mir aufgefallen, wenn ich manchmal so unsicher werde oder das Gefühl habe, dass ich komplett verwirrt bin, dann liegt das nicht, dann liegt das eigentlich daran, dass ich merke, dass das, was diese Person sagt, das, was diese Person nach außen zeigen will. Und dann stehe ich aber in diesem Energiefeld und ich nehme wahr, dass die beiden Sachen überhaupt nicht zusammenpassen. Und das irritiert mich maximal. Und die Masken, und es geht ja jetzt schon seit mehreren Monaten um das Thema authentisch sein, die innere Wahrheit leben, weil wir sind in einer Zeit, wir können uns nicht mehr so viel vormachen. Wir Menschen werden feinfühliger. Und wenn dir Menschen mit Masken begegnen, spürt man das. Und ich glaube, die wenigsten haben noch Lust, in dieser unauthentischen Welt zu leben und gleichzeitig, wenn du authentisch lebst, wirst du dein Gegenüber auch irritieren, weil diese Person mit deiner authentischen Energie nicht klarkommt und diese Menschen dann das Gefühl haben, dass sie dir gar nichts vormachen können, weil sie nämlich auch merken, dass das bei dir nicht funktioniert. Und deswegen entsteht auch super viel Unsicherheit, weil all die Menschen, die nicht in ihrer authentischen Energie sind, die sich immer selbst auch noch was vormachen, da wird es jetzt ganz, ganz kritisch. Weil das nicht mehr funktioniert. Die Zeiten von Fake, die Zeiten von wir stellen irgendetwas nach außen dar, was wir überhaupt nicht sind, das funktioniert nicht mehr. Und ja, das wird jetzt auch noch den Letzten erreichen. Deswegen bleib du in deiner inneren Wahrheit, bleib du in deiner authentischen Energie und lass auch nicht zu, dass Menschen, die jetzt in diesem Feld sind, wo es unangenehm wird, weil die merken, ich komme mit meiner Art so nicht mehr weiter. Distanziere dich auch davon, weil das ist nicht dein Thema, das ist nicht deine Baustelle. Okay, spannende Energien. Ja, guck genau hin. Fake funktioniert einfach nicht mehr. Menschen spüren Energien. Feinfühlige Menschen haben das schon immer getan, aber auch die, die vielleicht nicht so von Natur aus sehr feinfühlig sind, auch die merken immer mehr, was Wahrheit ist und was nicht. Ich bemühe mich, aus allem das Beste zu machen. Und das sind halt, also hier nehme ich sehr viel Aufruhr wahr, sehr viel, ja, auch ein bisschen stressige Energie. Aber eben in diesen Energien noch gerade in der Ruhe zu bleiben, zu erkennen, ich mache jetzt das Beste draus, das Leben zeigt mir, was passt, was nicht mehr passt, wo ich auch nicht mehr reinpasse, wo ich mit meiner Energie nicht mehr in meiner authentischen Energie gefördert werde. Deswegen ist in dieser Gruppe erfüllen sich sehr viele Seelenverträge, weil die einfach abgelaufen sind. Und das bringt dir hier auch einfach diese Befreiung. Deinen eigenen Weg zu gehen. Und das kann erstmal sich unangenehm anfühlen, weil du vielleicht auch das Gefühl hast, jetzt bist du alleine.
Aber das bist du nicht. Es ist erstmal wichtig, sich von Altem zu distanzieren, um Platz zu machen für Neues. Und wir haben jetzt zweimal den Neubeginn. Also es ist wirklich an der Zeit, dich von all dem zu lösen, was nicht mehr authentisch ist, was nicht zu deinem Weg passt, was. Ja, ich habe das Gefühl, das Leben bringt dir hier eh gerade alles an die Oberfläche, was du dir angucken kannst. Und entscheide dich jetzt für einen neuen Weg. Die Nummer 9. Ich habe es gerade noch gesagt, vielleicht musst du kurz mal einen Schritt alleine gehen. Hier haben wir Engel des Alleinseins. Deine Wahrheit ist die Kraft deines Herzens. Ja, auch wieder Masken. Also siehst, die Karten sind ja sehr, sehr eindeutig. Löse dich aus Bequemlichkeiten oder Oberflächlichkeiten. Ziehe dich vielleicht ein wenig zurück. Überzeuge dich, ob alles Wichtige deiner Vergangenheit abgeschlossen ist oder nicht. Frage dich, was deine Hauptglaubenssätze sind in deinem Leben. Ja, die Mäuse haben ja die Glaubenssätze, die dich nämlich klein halten. Wenn es negative Sätze sind, streiche sie durch. Sie hindern dich, ein freies, erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja, das komplette Gegenteil von dieser Freiheit hier. Ersetze sie durch das Gegenteil, die positivste Affirmation, die dir für dich zu diesem Satz einfällt. Strahle genau das aus. Löse so die Muster deiner Enttäuschungen und unaufgelöste Glaubenssätze. Sag, wie es ist. Würdige deine Gefühle, gib dir genügend Zeit und Raum, um in dich hineinzuschauen und sei du selbst einfach individuell. Ja, was soll ich sagen? Auf den Punkt, geh einen Schritt zurück, guck dir das Ganze nochmal an. Ich glaube, du siehst in der Stille ganz, ganz klar, was noch passend ist, was nicht mehr passend ist. Und erlaube dir, einen komplett neuen Weg zu gehen. Weil das Leben wird dich immer wieder genau dahin führen, bis du es erkennst, bis du wirklich den Absprung schaffst. Und desto schneller du es machst, desto schneller wirst du mit dem Neubeginn belohnt, weil das hier gibt es sehr viel unauthentische, unehrliche Energie, die nicht mehr zu dir passt. Hier ziehe ich auch nochmal eine Karte hier raus. Ich denke, dann ist auch hier alles gesagt. Die 239, die Mariendistel. Wo ist meine Motivation und treibende Kraft geblieben? Ja. Was, und das passt auch zu den Fischen, Kreativität, wieder so ein bisschen, wo ist dein Leben eintönig geworden? Und das, was ich im Intro gesagt habe, wo ich auch gemerkt habe, dass meine Leben. Ich habe das so richtig gemerkt, dass meine Seele wieder so richtig in Farbe gewinnt, weil ich plötzlich wieder erkannt habe, was ich eigentlich möchte, was mich glücklich macht und mir auch wieder erlaube, genau das zu leben. Und dann merkst du, wenn du dir das selbst auch eingestehst, dass dein Leben wieder an Farbe gewinnt. Aber dafür ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, was passt nicht mehr und sich auch zu erlauben, all das loszulassen, was einfach nicht mehr passt, weil das hindert dich daran und deine Seele zeigt dir das ganz klar. Und das ist immer der Moment, wo wir Depressionen bekommen, wo wir im Burnout sind, wo deine ganze Lebensfreude einfach nicht mehr vorhanden ist. Das ist ein Schrei deiner Seele, dass du nicht mehr auf dem richtigen Weg bist, dass du hier eine Maske trägst, die nicht zu dir passt, dass du irgendetwas vorgibst zu leben, was du nicht bist, wo du an einem Weg festhältst, der nicht für dich bestimmt ist. Und deswegen haben wir zweimal die Wege. Du musst jetzt was Neues machen, damit deine Seele wieder aufblühen kann, damit du unterstützt wirst. Und das haben wir ja hier auch mit dieser Karte. Wir haben hier das Schicksal. Die Befreiung liegt da draußen, aber du musst dir jetzt erlauben, alles, was unauthentisch ist, alles, was nicht mehr zu dir passt, auch wirklich loszulassen. Weil nur dann kannst du hier hinkommen. Wow. Ich denke, diese Botschaft war auch sehr eindeutig und ich hoffe, dass du dich hier ein bisschen wiederfinden konntest, dass du hier diese Motivation findest, für dich loszugehen, Altes loszulassen, damit du das Leben leben kannst, für das du hierher gekommen bist.
Okay, sehr spannende Botschaften heute. Und ja, auch hier sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.